Hallo und Gesang zu CT6L 2012. Und die meisten, nehme ich mal an, haben eine Vorahnung, um was es in der Folge geht, wenn es so anfängt wie jetzt, zumindest aus dieser Perspektive. Die Vorahnung ist zum Teil richtig, es geht wieder ein bisschen ums Autobahnbauen. Habe jetzt länger überlegt, was soll man machen, was soll ich machen, auf was soll ich den Fokus legen. Fokus, fast schon Wortspiel. Bei CT6L 2012. Autobahnbahn ist super beliebt und Ski-Gem-Mod wäre auch mal wieder gefragt. Heißt, die zwei Sachen sind auf jeden Fall bald wieder dran. Autobahnbauen eh heute, allerdings mit einer kleinen Anmerkung, dazu komme ich gleich. Ski-Gem, ja, warum nicht nächstes, übernächstes Mal? Ich möchte aber einfach auch bei den anderen Städten weiterkommen, sprich in Rio, sprich hier auch die Stadt mal vergrößern, nicht nur Autobahn bauen, aber ich werde schauen, dass ich so oft wie möglich Autobahn baue, weil es ist einfach sehr beliebt. Auf der anderen Seite ist es auch sehr anstrengend, beziehungsweise verursacht sehr viel Arbeit, vor allem wenn ich es auf schnell vorwärts abspiele, also wenn das auf 3-4-fache Geschwindigkeit abspielt, kann man sich ausrechnen, ich brauche die 3-4-fache Zeit, um das Ganze überhaupt aufzunehmen. Ja, und das ist eine Menge Zeit. Also da 2 Stunden Aufnahme fast für eine 25-Minuten-Folge und nicht zu vergessen, ich muss mir das Ganze auch ein bisschen überlegen. Das heißt, bevor ich hier die Aufnahme starte, sitze ich da mal eine Zeit lang und schaue mir das Ganze an und denke mir, ja, was könnte ich da jetzt überhaupt machen draus? Und ja, wenn ich es nicht ganz 100% überlegt habe, kommen dann solche Sachen raus wie da und sonst, naja, kommen halt Sachen raus wie da, wenn ich es mir ein bisschen besser überlegt habe. Ja, und ich habe auch eine kleine Überraschung versprochen. Heißt, diese spezielle Folge jetzt wird nochmal reines Autobahn bauen und zwar ungefähr 15 Minuten. Heißt, die ganze Folge in Summe, wenn ich hier mit Reden jetzt fertig bin, wird etwa 20 Minuten lang sein. Ich weiß, das ist keine Volllänge, aber ich habe im Moment nicht Zeit für mehr. Es tut mir sehr leid, geht sich nicht aus. Die nächste Folge, da nehme ich dann wieder eine normale auf, da spielen wir dann in, keine Ahnung, sagen wir wieder mal in Rio, das wird dann 25 Minuten, fertig. Hier jetzt abgekürzt, warum genau diese Länge? Darin, ja, das, der Grund ist die Überraschung, die ich angekündigt habe. Und zwar habe ich es geschafft, einen Interviewpartner aufzutreiben, was mich sehr, sehr, sehr freut. Vor allem der spezielle Interviewpartner, den ich da habe. Und ich muss es gleich vorausschicken, die Audioqualität ist leider sehr schlecht. Warum? Er ist super weit weg, ein paar tausend Kilometer und Equipment ist auch nicht 1A und ja, sind ein paar Sachen zusammengekommen. Also bitte, ihr müsst damit wirklich mäßiger Audioqualität rechnen. Verstehen sollte man es trotzdem. Ich werde extra die Musik im Hintergrund abschalten und wer es gar nicht hören will oder gar nicht hören kann, muss halt nur das Video schauen. Aber ich glaube, es wird sich lohnen, weil, ja, wen habe ich da an die Leitung gekriegt? Es ist der Pitti. Hallo. Hallo. Und der Pitti zeichnet sich verantwortlich für den Realistic Highway Mod als, soweit ich das verstanden habe, nicht nur Erfinder, sondern auch als alleiniger Programmierer. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Nee, das ist tatsächlich so. Ich habe den größten Teil von Version 1 und Version 2 habe ich alles alleine gemacht und im Moment kursieren ja noch ein paar Add-ons. Aber da habe ich nichts mit zu tun gehabt mit den Add-ons. Zum Beispiel hat jemand bei dem XL Nation Forum hat neue Ausfahrten zum Beispiel gemacht, aber damit nicht mehr, habe ich nichts mit zu tun gehabt bisher. Okay. Und ja, wie bin ich überhaupt auf dich gekommen? Du weißt es ja inzwischen und die Zuschauer glaube ich noch nicht. Kommt drauf an, was ich in der Folge, bevor ich das Interview jetzt einspiele, überhaupt schon gesagt habe. Der Realistic Highway Mod ist bei mir mittlerweile ja das beliebteste, was die Leute so sehen wollen und mir macht persönlich auch sehr viel Spaß und ich habe einfach gesehen, CT6L, das lebt mittlerweile oder lebt überhaupt von den Mods. Jetzt ist natürlich die Frage, bevor es die Mods gab, hat das ja offensichtlich keiner gespielt oder keinen hat es gefallen. Wie bist du jetzt überhaupt auf CT6L gekommen, wenn es, sagen wir mal, doch ein eher mäßiges Spiel ist? Also ich war schon seit der Kindheit eigentlich immer ein riesen Fan von Städtebausimulationen. Ich weiß nicht, kennst du das alte SNES SimCity? Ja, also gespielt. Das habe ich schon gespielt kaum, damals aber, mit irgendwie 12 Jahren oder so, habe ich da schon angefangen, das zu spielen. Und ich hatte seitdem eigentlich alle SimCity-Teile. Ich glaube, diese Add-ons SimCity
wie ist das denn? Sind es die 2000? Sind es die 3000? Sind es die 3000 Deutschland, glaube ich, hieß das? Sind es die 4 natürlich? Und sind es die 4 habe ich lange und wirklich intensiv gespielt. Und dann kam halt lange erstmal gar nichts an Nachfolgern und irgendwann kam dann City Cities 11. Und das war dann natürlich erstmal ein Muss, aber da wusste ich halt auch nicht, was es ist. Also heißt grundsätzlich alle Stadtbausimulationen einfach verschlungen, sozusagen. Ja, sozusagen verschlungen ist das richtige Wort. Ja, und dann gesehen, tolles Spiel, besser gesagt durchschnittliches Spiel, aber mit viel Potenzial. Und ja, wie kommt man überhaupt drauf, dass man sagt, ja, ich mache einen Mod? Also kann ich mir selber jetzt schwer vorstellen, immer programmieren kann ich ein bisschen, ja, aber Mods machen, keine Ahnung. Wie kommt man auf die Idee? Also was ich ja schon gesagt habe, SimCity war natürlich erst einmal so mein Lieblingsspiel lange Jahre. Und für bei SimCity war das ja ähnlich bei SimCity 4. Dass das Spiel praktisch, selbst nach 4-5 Jahren, war das immer noch wirklich ein Renner, weil das halt immer neue Mods gab und immer komplizierter und immer noch schöner als die vorherigen und so weiter. Und das war halt, bei Cities XL war das ja erstmal gar nicht möglich, irgendwelche Mods zu machen. Das war ja erst bei. Man kam mit dem Update zu Cities XL 2012 kam ja erst die Möglichkeit, überhaupt Mods zu machen. Das war ja ein bisschen an den Anfangsphasen, ging das ja alles ganz schlecht, da musste man das mit einem Texteditor machen und mit einem Hexeditor und naja, also man konnte nicht wirklich was machen. Und als dann dieser Mod-Editor endlich kam, mit dem man auch 3D-Modelle selber exportieren konnte und so weiter, da habe ich mir dann halt das von SimCity 4 zum Vorbild genommen und habe dann versucht, selber sowas zu machen, weil ich fand, das war das, was dem Spiel am meisten gefehlt hat. Und ich habe mich dann da so reingefuchst irgendwie und habe es dann geschafft, das irgendwie zu lernen und wurde mit der Zeit immer besser, so Learning by Doing mäßig. Und ja, das ist dann aber rausgekommen, was jetzt da ist. Ja, heißt, man braucht eh eine Menge Kenntnisse. Also, wenn du sagst 3D-Modelle, da muss man sich ein bisschen auskennen. Dann, wie schaut es aus mit Programmieren? Braucht es da auch viel, weil viele fragen mich immer, ja, wie schaut es aus, kann ich selber einen Mod machen, was muss ich denn können? Also es ist eigentlich, finde ich, erstaunlich einfach, wobei das kann ich jetzt natürlich so einfach sagen, weil ich schon weiß, was es geht, aber es ist Programmieren, finde ich, hat das nicht so viel zu tun, weil es ist hauptsächlich sind das ganz logisch aufgebaute Textdateien, die man einfach nur, indem man die Werte verändern kann für bestimmte Gegenstände im Spiel, zum Beispiel kann man bei einer Straße die Kapazität festlegen, man kann das Modell festlegen, was auftaucht im Spiel, durch ganz einfache Einträge in der Textdatei. Und das ist wirklich nicht so schwierig, weil es ist ganz logisch aufgebaut meistens. So, und das kann man halt sich eigentlich erschließen, wobei das auch recht kompliziert sein kann. Man braucht schon ein bisschen Zeit, um sich da reinzufuchsen. Und naja, die 3D-Modelle, die ich jetzt gemacht habe für das Spiel, die sind recht einfach, muss ich sagen. Aber da muss man sich schon mit dem ein oder anderen 3D-Programm muss man sich da schon ein bisschen auskennen, um sich da einigermaßen schöne Modelle erstellen zu können. Und ansonsten sind die Texturen, die habe ich aus dem Spiel genommen, die schon da waren, ein bisschen editiert. Das war auch keine wirklich große Sache. Und ja, also wenn man sich da lange genug mit auseinandersetzt, dann kommt man irgendwann auf den Trichter, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist es recht einfach. Dann ist es nur noch Fleißarbeit eigentlich. Und ja, ist natürlich jetzt sicher schwierig zu beantworten, die Frage, wenn man das Ganze als ja, Hobby oder Freizeitbeschäftigung macht, weil die wenigsten führen da Aufzeichnungen, aber hast du irgendeine Ahnung, was Zeit geflossen ist in den Realistic Highway Mod? Oh nein, das weiß ich absolut nicht. Ich habe ja auch schon ein bisschen Vorwissen mitgenommen, weil ich habe auch schon für SimCity 4 damals auch schon mal Mods gemacht. Deshalb wusste ich schon ein bisschen, wie das geht mit den Texturen und mit den 3D-Modellen. Das hatte ich schon halbwegs drauf. Und ja, ansonsten die ganze Programmierarbeit in Anführungszeichen, die musste ich mir halt neu irgendwie aneignen. Und na gut, also für beide Versionen zusammen mag das vielleicht 10 Wochenenden sind das bestimmt gewesen. Für jeweils eine Version. Also 20 Wochenenden sind da bestimmt zusammengekommen. Okay. Hat ja auch schon. Wie lange habe ich da dran gesessen? November bis Februar habe ich da, glaube ich, dran gesessen an der zweiten Version. Ja, die ist auch, also die zweite Version ist auch extra schön geworden. Kleine Entschuldigung von mir an der Stelle, dass ich das mit dem Drehen noch nicht so herausgehabt habe. Das hast du mich ja erst hingewiesen, nachdem du mal ein Video von mir angeschaut hast. Ja, und ich habe
Ja. Es war zeitlich, war das ein bisschen blöd, weil ich hatte wirklich Zeitdruck mit meinen Abschlussprüfungen am Schluss gehabt und deshalb habe ich kein Tutorial mehr machen können. Ja, sollte man an der Stelle ja auch mal sagen, viel beschäftigter Mensch, darum nochmal vielen Dank, dass du überhaupt Zeit nimmst und kleiner Hinweispunkt der Audioqualität. Der Pitti ist nicht nur viel beschäftigt, sondern auch weit gereist, ist gerade sonst wo. Von dem her war es gar nicht so einfach, dann gemeinsam einen Termin zu finden, dank der Zeitverschiebung. Und wir haben auch leider nicht extrem viel Zeit zum Reden, aber noch sind wir gut in der Zeit. Muss halt sagen, wenn es bei dir dann eng wird und wenn wir Schluss machen müssen, gell? Passt. Ja. Ja, viel Zeit investiert, viel Freude, viel Liebe auch. Und ja, was hat man dann davon? Ganz blöd gesagt, eigentlich eine Motte mal selber gemacht hat, die man sonst bei niemand anderen gefunden hätte, aber eigentlich sonst ja nichts. Also rein finanziell gibt es da kein Output und auch keine Anreize, soweit ich das im Vorgespräch verstanden habe. Nee, natürlich nicht. Also es geht eigentlich nur um die Sache. Der Weg ist das Ziel in dem Fall, denke ich. Weil, also es hat schon so etwas zu entwickeln mit der Zeit und dann am Schluss zu sehen, was dabei tatsächlich rauskommt, das ist das Einzige, was dabei Spaß macht. Also irgendwas zu erschaffen, so, was dann am Schluss auch wirklich funktioniert. Das ist der Reiz daran. Also für mich. Und als Bonus der Eingabe dann natürlich, wenn das viele andere Leute auch verwenden, oder? Ja, natürlich. Also ein bisschen Anerkennung am Schluss. Das ist schon, macht einen auch schon ein bisschen stolz, wenn man dann sieht, dass da 2000 Leute sich das Video bei dir ansehen und so Ja, das darf es auch ruhig. weiter. Ja, und sonst online bei XL Nations, da ist ja auch ganz schön was los bei dir auf der Seite, nehme ich an, oder? Also da haben wir ein bisschen durchgeschaut, da wird ja auch viel Lob geäußert. Ja, das stimmt. Wobei ich habe da jetzt lange nicht mehr schauen können. Es fragen mich auch immer wieder Leute wegen irgendwelchen Probleme, aber ich habe meistens keine Zeit darauf zu antworten, leider. Zum Glück übernehmen das immer irgendwelche Leute, die aus der Community schon sich da immer aufhalten. Ja, also Community auf XL Nations gut und groß, so wie ich das gesehen habe, vor allem groß. Ja, und da wird es eh massenweise Wünsche geben, schätze ich mal, was du noch verbessern solltest. Oder vielleicht sogar haben sich Leute schon ganz andere Mods gewünscht, beziehungsweise gibt es irgendwelche Pläne bei dir, dass mal irgendwelche andere Mods mal sehen. Ich sage mal in naher Zukunft, das lassen wir mal aus, weil zeitlich gesehen bei dir wird es keine nahe Nein. Zukunft geben beim Mods erstellen. Aber so überhaupt irgendwelche Pläne, beziehungsweise steht ja SimCity, ich nenne es mal SimCity 5, damit alle wissen, von was ich rede, ins Haus dann in, ja, Anfang 2013. Schätze mal, das ist auch ganz weit oben bei dir auf der Kaufliste und eventuell auch auf der Modliste. Auf jeden Fall. Also wenn es dann wieder kein vernünftiges Highway-System gibt, dann bin ich natürlich wieder voll dabei. Das heißt, das ist dein Spezialgebiet oder besser gesagt, das ist das, Ja, mittlerweile schon. was dir am besten Das ist auch gefällt. ehrlich gesagt das, was mich immer am meisten gereizt hat an den Städtebausimulationen, der Verkehr eigentlich. Vor allem Straßenverkehr. Genau, spezieller Straßenverkehr. Da gleich eine Frage, die oft gestellt worden ist und die ich auch schon beantwortet habe und in der Hoffnung, dass ich sie richtig beantwortet habe, aber als Rückversicherung frage ich dich auch nochmal wegen den Kapazitäten bei deinen Ach so. Autobahnen. Das wird Ja. so oft gefragt, weil die Leute meinen, jedes Teilstück, egal wie viele Spuren es hat, hat die gleiche Kapazität. Das stimmt ja nicht. Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, ich hatte ja am Ende war das ziemlich holprig. Ich habe auch ein Straßenstück, glaube ich, habe ich gar nicht mehr fertig bekommen. Das ist zwar noch drin im Spiel, aber das ist halt nicht fertig. Sieht komisch aus und sollte man auch nicht benutzen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte halt wenig Zeit am Schluss und deshalb habe ich weder ein Tutorial machen können und ich habe auch keine Beschriftung mehr gemacht dafür. Deshalb haben die einfach alle die gleiche Beschriftung bekommen, die Straßenstücke. Und zwar die von dem Original-Highway, glaube ich, aus Ja, dem Spiel, der 320 genau. Autos geschafft hat. Aber die Kapazitäten sind auf jeden Fall je nach Spuranzahl natürlich ganz anders. Also so viel Liebe zum Detail muss schon sein. Davon bin ich mal stark ausgegangen, wo ich die Frage beantwortet habe, mehrfach. Und wie viel sind es dann tatsächlich? Hast du das gerade im Kopf oder? Ah, das hatte ich nicht im Kopf. Ich glaube, das war nämlich ein ganz schwerer Teil eigentlich am Ende. Da musste ich noch mit dem, von der XL User Interface Mod musste ich mich da noch
extra auseinandersetzen, dass das ins Mod integriert wurde, damit das dann auch lief am Schluss und so weiter. Ich meine mich zu erinnern, dass das pro Spur ich glaube 110 Autos pro Minute waren. Okay. Ja, klingt, glaube ich, weil ich hätte auch im Kopf gehabt, dass die dreispurige ungefähr die gleiche Kapazität hat wie die ursprüngliche. Ungefähr, von dem wird es eh hinkommen. Das kommt ungefähr. Ja, also ich habe dich mal alles gefragt, was ich mir notiert habe. Möchtest du nur noch irgendwas sagen, irgendetwas deponieren? Weil ich sage mal, jetzt eine gute Chance, mit bisschen Glück 2.000 oder 3.000 Leute auf einmal zu erreichen, um ihnen was zu sagen über den Mod, über dich, über XL Nation, über was auch immer. Ja, vielleicht ist das hier eine ganz gute Gelegenheit, einen Aufruf zu starten. Also wenn sich jemand jetzt berufen fühlt, dass er auch was dazu beisteuern möchte zu der Mod, dann kann er das gerne tun. Ich habe ja die meisten Modelldateien und Texturdateien habe ich noch und wenn jetzt jemand zum Beispiel auf der Grundlage irgendwie noch ein Add-on machen will, dann kann er sich ruhig bei mir melden und kann die Dateien irgendwie verwenden, um da was draus zu machen. Weil das würde ich auch ganz gerne nochmal sehen, dass jemand darauf aufbaut, zum Beispiel. Das wäre vielleicht ein kleiner Nachtrag von mir. Und du bist zu erreichen am besten über XL Nation, hätte ich gesagt, ja, oder? Ja, XL Nation. Ja. Ja, dann sage ich an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Hat die aktuelle CT6L-Folge sehr, sehr würdig aufgewertet. Hab mich sehr gefreut, dass wir gesprochen haben und ist hoffentlich nicht das letzte Mal. Allerspätestens, wenn du deinen SimCity 5 Mod fertig hast, werden wir uns wieder hören. Hoffentlich früher. Hoffentlich früher, ja. Ja, und sag an der Stelle vielen Dank. Bitteschön. War mir ein Vergnügen.